ein bisschen entschuldigen, weil es hat sehr lange gedauert. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einem neuen Vlog. Ich muss mich als allererstes entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, weil eigentlich sollte dieses Vlog viel früher gemacht werden. Ich habe nämlich noch zu Weihnachten was zugeschickt bekommen von Expina Phoenix bzw. Dr. Bix, The Drawing Phoenix, mehrere Namen. Und jetzt muss ich es wieder so halten, dass man nicht den Namen sieht. Das habe ich zugeschickt bekommen, habe es noch nicht aufgemacht und das machen wir jetzt mal. Einmal umdrehen und muss mal aufpassen wegen nicht mal. Ich mache es mal so. Hier steht ein Name drauf. Zack. Oh, da ist richtig was drinne. Sie hatte das Ganze auch angekündigt und ich habe es zu Weihnachten auch abgeholt. Und dann ist mir aber so viel dazwischen gekommen, dass ich jetzt erst dazu komme. Hab's so lange aufbewahrt und Alter, da ist richtig viel drin. Jetzt muss ich mal hier vorsichtig. Ui, Leute. Ich hatte auf Twitter schon ein Foto davon gesehen. Ich wusste nicht, dass es so groß ist. Das ist richtig A4. Vielleicht, ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Da steht Fab drauf. Ein Artbook. Mal eben kurz gucken. Es ist recht dick. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe und hier nicht noch was drin ist. Nee, das sieht gut aus. Nice. Okay. Ui. Ach, guck mal, mit einem Herzchen. Mit so einem Faden. Okay, hier ist ja richtig viel drin. Okay, lieber Fab. Ich hatte schon lange die Idee, ein Artbook zu machen, wusste aber nicht für wen. Okay. Ich kenne dich noch nicht sehr lange, aber finde, dass du mehr Aufmerksamkeit verdienst. Vielen Dank. Also dachte ich mir, ich zeichne etwas für dich. Dieses Buch wird wahrscheinlich einige Wochen in Anspruch nehmen, aber ich hoffe, es gefällt dir. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Twitter, YouTube, Twitch, The Drawing Phoenix, Expina Phoenix. Pina, mit Herzchen. Hier unten noch so ein Gesicht reingemalt, was zwinkert, also ein Zwinker-Smiley. Oh, das ist mein Minecraft-Charakter, also der Kopf davon. Das sollte eigentlich mal dein Minecraft-Skin werden, ist aber leider nicht so gut geworden, sorry dafür. Aber der Kopf ist doch da, der Kopf ist da. Deinen Skin habe ich gezeichnet, weil ich damit auf ein Thema kommen will. Und zwar spiele ich auch auf dem Minecraft-Subserver von Takashi. Dort heiße ich Dr. Bix. Vielleicht sagt dir das ja was. Ja, klar. Ich muss dir wirklich sagen, wie cool ich deine japanische Burg finde. Du kannst wirklich gut bauen. Ich will mich bei dir auch nochmal für die Spenden im Hotel bedanken. Leider gibt es nicht viele, die dort spenden. Auf Takas Subserver habe ich gezockt und habe mir eine riesige japanische Burg gebaut und es gab ein Hotel, wo Kisten drinne waren für Leute, die zuerst auf den Server draufkommen und sich Sachen rausnehmen können aus den Kisten und da habe ich auch Sachen reingespendet. Also da konnte jeder was reinspenden. Ich würde gern mal so gut bauen können wie du. Vielleicht kannst du mir mal ein paar Tipps geben. Ich würde mich zumindest freuen, Pina. Ja, leider hat Taka den Server schon wieder zugemacht. Ich muss mal gucken, weil ich wollte eigentlich noch eine Aufnahme machen mit dieser japanischen Burg, weil die so schön und groß geworden ist. Und ich muss mal gucken, ob ich von Taka irgendwie was bekommen kann, dass ich das nochmal zeigen kann oder ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Weiß ich nicht, kann ich noch nicht versprechen, aber müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Fantastisch talentiert begabt. Vielen Dank. Fab hier mit Buchstaben. Oh, Mr. Saltman. Ja, der ist etwas dünn. In Wirklichkeit bin ich ein bisschen dicker, aber vielen Dank. Trauer ist keine Lösung. Warum mal eine kleine Kritzelei? Vielleicht gefällt sie dir ja. Für das Kitty-Kätzchen. Oh, wie niedlich. Da sind Katzen drin. Schaut mal. Katzen. Ja, ich muss Katzen. Eigentlich bin ich ja eher ein Hundemensch, aber Kätzchen sind einfach sweet. Ich liebe Katzen.
Aber Hunde sind auch toll. Also nichts gegen Hunde, ne? My friend, mit dir wird die Nacht zum Tag, mit dir wird alles dunkel hell. Die Wolken ziehen vorüber und der Nebel nicht mehr drüber. Es herrscht Licht, denn du bist du und gibst mir, was ich brauche. Du bist du. Ich und bist stets für mich da. Ohne dich ist alles grau und düster, ohne dich schaffe ich das nicht. Denn du bist mein Licht und schenkst mir die Sicht. Nein, ohne dich schaffe ich das nicht. Aus der Stille tönt ein Lachen, nach der Trauer folgt das Glück. Bei dir muss ich mich nicht schämen, denn du kannst mir alles geben. Ich vertraue dir, denn du bist du und gibst mir, was ich brauche. Du bist du und bist stets für mich da. Ein Gedicht. An deine Freunde, danke, dass ich durch euch auf Fab gestoßen bin. Bleibt, wie ihr seid. Für Selfie. Hier ist was für Selfie drin. Okay. Für Selfie. Sie hat sich selbst gezeichnet. Ich habe mal ansatzweise versucht, mich zu zeichnen. Hier ist, hat, das hat irgendwas mit Dead Adam zu tun. Passt jetzt nicht so richtig, aber es ist eine Anspielung auf das neue Dead Adam Album. Ich habe keine Ahnung, ich kenne deren Album nicht, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Sieht aus wie ein Planet und eine Sonne und Kometen, die irgendwie runterstürzen. Und was haben wir hier? Warte mal, was ist das? Selfie ist Traitor. Wer kennt es noch? Der böse Vater selbst. Gespräch tötet seinen armen kleinen Sohn Fab. Du warst doch mein Vater. TTT. So eine Anspielung auf TTT hier mit einer Mauer und Selfie ist Traitor. Danke fürs Ansehen. Nur für Fab. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Ui, nur für Fab. Also eine Sache ist für Selfie. Und eine Sache ist für mich. Mache ich das jetzt hier auf? Ich kann ja mal reinlinsen. Ist ja für mich. Ich will es so aufmachen, dass es nicht kaputt geht. Ja, am besten wäre, wenn man so dampfend heißes Wasser nehmen würde oder so. Also so einen kochenden Kessel. Das dann über heißen Dampf hält, damit sich der Kleber löst. Oder ich nehme eine Schere. Hier habe ich auch eine Schere. Hübsche Umschläge hat sie da verwendet. Okay. Also hier steht drin, wie alt sie ist, 15 Jahre alt und wie sie wirklich heißt, das lese ich jetzt natürlich nicht vor, aber dass sie sich bedanken will. Ich will dir hier nochmal persönlich Danke sagen. Ich freue mich jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst. Das ist sehr, sehr süß. Vielen Dank. Deine Videos haben mich immer aufgebaut und ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Vielen lieben Dank. Leute, das, also mal was Riesiges, ne? Also so ein komplettes Buch. Ja, für Selfie ist auch noch was drin. Muss ich mal gucken, wie ich das Selfie zukommen lasse. Vielleicht schicke ich ihm das. Oder es ist ja leider hier drin und ich will es nicht aufmachen und ich will es eigentlich auch nicht abmachen. Im August in Köln könnte ich es ihm natürlich auch geben, wenn er da sein sollte. Das kläre ich mit ihm nochmal. Okay, vielen lieben Dank dafür, Expina. Drawing Phoenix. Leute, wenn ihr mir auch was schicken wollt, denkt dran, Pakete gehen nicht. Das ist ein Postfach nur für Briefe, aber sowas hier funktioniert. Also das fällt dann unter die Kategorie Großbrief. Das merkt ihr, wenn ihr zur Post geht und wenn die sagen, ja klar, das geht durch als Großbrief, dann kommt das auch bei mir an im Postfach und dann klappt das auch. Bitte keine Pakete schicken, weil die würde die Post dann wieder zurücksenden zu euch und das wäre nicht so schön. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt uns doch was Nettes in die Kommentare und ja, wir freuen uns auf euch. Leute, wie das hier baumelt. Zwei Herzchen.
Voll süß. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, bis dann, Leute. Tschüss. Hier mit dem Hut wieder, Schwarzblende mit Hut. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen bitte, bitte weitergehen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Bitte weitergehen.